Und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge. Heute denke ich mal dran, den Bildschirm aufzudunkeln. Das hat gut funktioniert. Eurotruck Simulator. Wie ging das? Nein? Ja. So. Genau. So, ja, das ist gut. So. Dann wollen wir mal Spiel starten. Und tatsächlich die Bildschirme nämlich ein bisschen heller machen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass diese dritte Meldung sich immer ändert. Kann das sein? Da muss ich jetzt mal drauf achten. Warte mal kurz. Das irritiert mich immer so. Ich bin mir immer relativ sicher, aber auch nicht so sicher. Ein kleiner Dash, falls ihr kennt. Ja. Ah, ne, die Meldung habe ich schon öfters gelesen. Ja. Gleich rastet OBS aus, weil ich mal wieder wieder das Fenster öffne. Ja, nee, jetzt wieder die Meldung. Ah, vielleicht irre ich mich doch. Okay. Karriere fortsetzen. Oder es war früher mal eine andere Meldung und sie haben es geändert, dass einfach ne, mit den Versionen sich die Meldung ab und zu ändert. Kann natürlich auch sein. Aber die Meldung hat sich schon ein paar Mal geändert, weil ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal auch eine Meldung war, wo irgendwelche Sachen aufgelistet wurden. Ja, egal. So, wir fahren weiter. Die nächsten 20.000 Milliarden Millionen Folgen. Los. Weil wir immer noch 350 Kilometer vor uns haben. Und meine Kopfhörer sind scheiße laut eingestellt. Ich habe natürlich gerade etwas sehr Befriedigendes gemacht. Ja. Nicht, was ihr denkt, ich habe Musik gehört. Wo kommt der her? Der ist doch gerade nie mehr gespawnt. Was ein Arsch. So. Und dann spielen wir mal eine Runde on the road again. Natürlich mit ein bisschen Musik. Aber es überholen, Junge. So langsam bin ich auch wieder nicht. Obwohl doch mit dem LKW schon. Guckt euch an, wie er uns überholt. Also unfair. Der mit seinem scheiß gelben LKW. Zieh mich. Hilfe. Hilfe. Oh gut, okay, da vorne geht's eher ab. So viel zum, wir können beschleunigen und dann durchzocken die Runde hier. Also durchfahren. Mal ernsthaft jetzt. Oh, ernsthaft jetzt leider, Leute. Jetzt komme ich. Ich komme hart. Wuhu, ihr Bitches. Da sind sie wieder. Überholen und direkt vor mir ziehen und Breaktest machen. Let's go. Digga, da habt ihr aber den falschen gebreaktest wollen. Können wir aber hier hoch. Bitte links halten. Hallo, fahr! Junge, bremst nicht, sondern fahr einfach. Was ist mit dieser Polizei los? Na, also entweder du bist so ehrenwert und lässt mich vor, dann solltest du aber bremsen, während du noch hinter mir bist. Oder aber du bist schon neben mir, siehst du, dass ich blinke, dann bleib einfach auf dem Gaspedal und überhol. Damn, Daniel. Wie sieht es eigentlich aus? Ich sehe da gerade die Werkstatt. Wie sieht es eigentlich aus? Wie viele Firmen kennen wir eigentlich schon? Wir kennen Volvo, wir kennen MAN, wir kennen Scania. Wir kennen aber noch, zum Beispiel noch nicht Mercedes. Ich meine, hat noch ein bisschen Zeit. Aber ich sage nur, kennen wir mittlerweile auch, glaube ich, ein paar. Ja, siehst du, da haben wir. Was können? Ja, sehr gut. Da haben wir schon nur eine etwas kleine, aber immerhin haben wir schon eine Auswahl. Wenn das ein Mercedes-Benz-Händler sein sollte, fahr ich da jetzt rein. Sieht man das von hier aus?
Kann man irgendwie erkennen? Immer geradeaus. Na gut, dass ich jetzt nicht zu spät komme. Aber bestimmt Mercedes-Benz Händler. Komm, ja, wir haben grün. Frei, aber mit Marzipan. Schönes Lied, by the way. Oh, Funk, oder? Oder wird Funk ausgesprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Ja, gut. Nimm diese Ausfahrt. Tja, also jetzt kommen wir eigentlich relativ gut voran, ne? Ich hätte wohl nicht mehr andauernd bergauf zu gehen. Sieht man eigentlich mittlerweile irgendwie noch, wie stark der LKW eigentlich ist? Ich mal hier. Alter, vollkommen wieder Maut? Boah, denk mir, Alter, wie oft haben wir denn jetzt Maut? Ey. Da kommen wir in Europa. Warum verschwindet jetzt die Linie hier? Hat die Angst vor uns? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nehmen die Ausfahrt rechts. Ey, das ist aber ein schönes Gebiet hier. Was steht denn da für ein... Die Waggons haben eine sehr schöne Farbe. So richtig geiles Türkis. Wow. Nice, gefällt mir. Radio.
Da soll keine 5 kommen haben, mein Freund. Leider geht es nicht so Modus wie im echten. Also quasi sowas, dass du halt den Motor abschalten kannst, ohne die Bordelektronik abzuschalten dabei. Wobei, wo ich so drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob LKW sowas überhaupt haben. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Haben LKW sowas? Weil normalerweise hast du doch immer so einen. Diesen Zündschlüssel hast du doch immer so ein Zwei-Stufen-System. Also quasi erstmal die Bordelektronik einschaltest und dann, ne, mit. Also. Dass du quasi eine feste Rastung hast, wenn du die betätigst, also wenn du zu der drehst, dann wird halt die Bordelektronik aktiviert. Und wenn du dann noch weiter drückst, dann hast du nur noch so eine Federstellung. Und solange wie die halt betätigt, wird dann halt der Motor gezündet. War das nicht irgendwie so? Ach, überall von 90, aber die werden wir wohl nie erreichen. Bleib auf.
Weil was halt da auch ein großes Problem ist, was den Simulator etwas schwieriger macht als die Realität, sage ich jetzt mal, ist, dass du mit schwachen LKWs langsamer fährst als ja, in der Realität. Weil die Map ist ja hier zusammengestaucht. Das heißt, 100 Kilometer sind hier bloß 1 Kilometer, jetzt als Beispiel bei 100 zu 1. Das heißt, wenn du... Ja, wenn du jetzt hier so ewig brauchst, zum Beschleunigen, wie im Echten, heißt das, dass du im Echten vielleicht 2 Kilometer brauchst, um auf die 90 km/h zu kommen. Wenn du aber hier im Ingame auch 2 Kilometer brauchst, um auf 90 km/h zu kommen, ist das ja Ingame aber 200 Kilometer. Das heißt, deine Durchschnittsgeschwindigkeit wäre im Echten, du fährst 2 Kilometer mit bis zu, ja, deine Zielgeschwindigkeit und die restlichen 98 Kilometer fährst du dann Zielgeschwindigkeit. Das heißt, deine Durchschnittsgeschwindigkeit ist auch nahezu Zielgeschwindigkeit. Wenn aber hier die gesamte Strecke brauchst zum Beschleunigen, ja, dann fährst du halt im Durchschnitt vielleicht 40, 30, vielleicht 50. Was natürlich halt darin resultiert, dass du halt wesentlich länger brauchst. Das heißt eigentlich, um es so schwer zu machen, wie in der Realität ist, was jetzt Zeitmanagement angeht, müsstest du hier quasi in-game, wenn das Spiel, ich glaube 1 zu 19 oder so ist das Spiel, müsstest du halt auch 19-fach so schnell beschleunigen. Ja, damit das zeitfaktormäßig genauso reinhaut wie im Echten. Ich habe mein Speedometer auf 110 eingestellt, aber ich habe ihn nur 90, wobei jetzt haben wir 91. Das Auto kam relativ schnell nach. Ja, schauen, ob wir wenigstens 100 erreichen. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeitreserve wir haben, ne? Aber dadurch, dass wir eben, wie gesagt, eine erste Menge der Strecke nicht mal annähernd 80 fahren können. Hoffe ich bei den Strecken, wo wir wenigstens mal ein bisschen an Geschwindigkeit gewinnen, damit wieder ein bisschen was reinzubekommen. Aber jetzt selbst hier, ne? Ich bin auf Anschlag. Und ich habe gerade mal 4 km/h über maximal. Gut, eigentlich sogar 14, weil mein Aufträger dafür nur 80. Danke dafür. Wow, hat sich ja voll gelohnt. Mein verzweifelt das Manöver.
Ich möchte übrigens anmerken, was ich jetzt relativ doof finde, dass man die, also dass man nicht mehr sieht, wie viele Mails man nicht gelesen hat, wenn man im User Interface ist. Weil hier sehe ich jetzt immer, aha, der Brief ist gelb, ich habe eine Nachricht gelesen. Aber wenn ich halt das Spiel starte und hier in dem Menü bin, sieht man es halt nicht und deswegen vergesse ich immer am Anfang die E-Mail zu lesen. Na, können wir mal reingucken. Ist wahrscheinlich bloß wegen der Bank. Könnte Öffnung ausgeglichen. Genau, konnte überzogen und wieder ausgeglichen. Ja. Oh, was ist da vorne los? Oh, warum sieht er rein? Hä? Hey, achso, so. Aua, aua, aua. Gleich 13%. Das ist auch nicht die feine Art. Da müssen wir hier sowieso runterbremsen. Ah. Na, komm mal auf. Das war gerade so unnötig. Ausfahrt rechts. Hey, hey, ich muss 50 lang fahren. Hey, hey. Oh, ich fahre mittlerweile fast 60. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Man sieht hier genau gar nichts.
Dude, chill, Bro. Och nö. Fuck. Ich find's blöd, dass bei der Maus. Ich weiß nicht, ob ich das okay sehen kann. Da hast du quasi hier diese. Kann man nicht vorgehen. Auf jeden Fall kann man bei der Maus die Sensitivity einstellen. Und ja. Wenn ich damit mit meinem Finger so weit nach links rutsche, dann komme ich halt genau auf diese Button, wo man halt die Sensitivität einstellen kann. Und ab und zu drücke ich die wohl. Also wieder richtig. Nee. Hätte nicht gerade erst vor 5 Sekunden speichern können? Mann, jetzt speichert er. Nett. Na gut, fahr da weg. Mende. Dann würde ich mal sagen, soll es eine Videofolge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Bis dann.